liebe Chibikos, wir sind's wieder, eure Trainer. Wir haben uns überlegt, wir backen alle zusammen Oster-Cupcakes. Für eure Oster-Cupcakes benötigt ihr 140 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, 3 Eier, 60 Milliliter Sonnenblumenöl, 60 Gramm saure Sahne, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse oder bei Allergie 100 Gramm gemahlene Mandeln und eure Cupcake-Förmchen. Hallo, wo seid ihr denn? Das sind wir? Ah! Ich habe mich mal in Schale geworfen. Und jetzt geht's los mit dem Backen. Hi, jetzt starten wir mit der Zubereitung von unserem sauleckeren Teig. Und zwar, ihr packt zuerst die Eier in die Schale. Dann den Zucker. Und dann reißt ihr das Tütchen Vanillezucker auf und schüttet es komplett rein. Jetzt wird die Sache 5 Minuten lang gemixt. Auf volle Pulle. Wenn das Ganze jetzt 5 Minuten geschlagen hat und so aus, wie ihr seht, ist das sau gut, dann macht ihr den Mixer aus. Und packt einfach die restlichen Zutaten rein. Ihr fangt an mit dem Mehl. Das Backpulver. Die Haselnüsse. Für die saure Sahne nehmt ihr euch einen Löffel dazu. Und zuletzt das Öl. Dann klappt ihr alles wieder zu oder nehmt den Handmixer und schlagt so lange, bis es zu einem glatten Teig verwirbelt ist. Während der Teig schlägt, geht zum Backofen und schiebt einen Rost in den unteren Drittel eures Backofens und heizt den vor. Dafür stellt ihr auf eurem Backofen Ober- und Unterhitze ein auf 180 Grad. Wenn die 180 da ist, habt ihr es richtig. Wenn euer Teig fertig ist, nehmt eure Muffinförmchen und legt sie in ein Muffinblech ein. Nun nehmt ihr euch einen Löffel und füllt den fertigen Teig in die Muffinförmchen. Kann manchmal ein bisschen fuckelig sein, aber geht. Das wiederholt ihr jetzt bei allen 12 Förmchen. Wenn ihr den Teig in die Muffinförmchen eingefüllt habt und das eine saubere Sache auf dem Blech ist, dann schiebt ihr das Ganze in den Backofen und stellt den Timer auf 20 Minuten. Wer keinen Timer im Backofen hat, kann auch gerne eine Eieruhr benutzen. Wenn euer Backofen nach 20 Minuten gepiept hat, dann Klappe auf
Und Vorsicht, heiß. Und holt eure leckeren Muffins raus. Das sieht ja sau lecker aus hier. Dann aus den Förmchen nehmen und auf einem Rost auskühlen lassen. Und wenn es kalt ist, geht es weiter mit unseren Toppings. Dafür benötigt ihr 2 Becher Sahne, 2 Päckchen Vanillezucker, 2 Päckchen Sahne steif. Wer möchte, kann das Ganze auch mit grüner Lebensmittelfarbe auffrischen oder einer anderen Farbe. Die bunten Streusel oder zum Beispiel Haribos, Ostereier. Die gibt es ja in jeglicher Form und Größe. Oder ich habe mir hier so kleine Schäfchen rausgesucht. Los mit unserem einfachen All-In-Topping. So, zuerst öffnet ihr die Sahne und schüttet halt beide Becher in die Schüssel. Achtung, das spritzt und kann eine kleine Sauerei geben. Dann die Päckchen Sahne steif. Aufreißen und auch reinschütten. Und zuletzt beide Packungen Vanillezucker. Wer jetzt noch möchte, kann ja wie gesagt noch Lebensmittelfarbe hinzugeben. Ich habe Lust auf grüne, also haue ich mal einen guten Löffel grün mit rein. Und dann zuklappen, Deckel drauf, damit es nicht überall rumspritzt und los. Auf volle Pulle schlagen, bis das alles steif ist. Wenn das Ganze dann steif ist, dann macht ihr den Mixer aus. Klappt auf. Und dann sieht das so aus. Jetzt kommt die Variante 1 fürs Topping. Und zwar nehmt ihr hier den Muffin und einen Löffel. Das ist die einfache Variante für die Kleinen. Auch vielleicht eher geeignet. Und macht halt mit dem Löffel die Sahnecreme obendrauf. Und dann kommt mein Schaf zum Spielen auf meine schöne grüne Wiese. Wer möchte, kann seinem Schaf noch ein paar kleine Blümchen mit auf die Wiese machen. Sieht ganz nett aus und ist einfach fertig zu machen. Für Variante 2 braucht ihr einen 1 Liter Gefrierbeutel. Und füllt ein bisschen von der Creme ein. Wenn ihr alle machen wollt damit, könnt ihr auch ein bisschen mehr reinfüllen. Schiebt ihr euch das unten in so eine Ecke. Macht das so zugedreht. Und dann habt ihr hier wie so einen kleinen Spritzbeutel gleich. Jetzt braucht ihr eine Schere. Meine Schere ist riesig, ich hoffe, das klappt. Jetzt schneidet ihr hier ein kleines Löchchen vorne rein, dass das so mini klein ist. Kann man das sehen? Ich hoffe, man kann es sehen. Und dann drückt ihr Creme auf den Muffin. Kann ruhig auch ein bisschen wild sein. Wie so ein kleines rundes Osternest. Wenn euch das dann ganz gut gefällt, dann könnt ihr hier zum Beispiel so ein Schokoei nehmen. Ich habe ein riesiges auspacken und in der Mitte in euer Osternest setzen. 3 habe ich mir eine tolle Spritztülle selber gebastelt. Viele Mamas haben das ja auch zu Hause. Ich habe auch eine riesige, aber die wäre übertrieben gewesen. Also nehmen wir die kleine und legen los. Und machen hier ganz viele kleine, schöne Kringel auf unseren Muffin.
So, und dann haben wir hier total tolle Haribos, nämlich, und dann kann man die hier total süß reinsetzen. Und dann kommt hier so ein kleiner Hase noch angehoppelt aus der Packung. Hopp, 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 und setzt sich hier auch noch drauf. Oh, es sieht doch lecker aus. Und so in unseren Varianten verziert ihr jetzt alle Muffins und lasst sie euch schmecken, denn das sind die besten Muffins, denn das sind unsere Chibico-Muffins. Lecker!